wir kommen zum scheiß Video. Und gerade mal so richtig auf Temperatur. Wir wollten hier so schön in den Bikepark. Und wie ihr seht, nix. Jetzt haben wir 5000 Höhenmeter gemacht. Und sind hier alleine. Verstehst du? Außer die 30.000 Mücken. Mit ihren verwandten Fliegen. Drecksviecher sind hier. Und wir fahren jetzt hier runter. Also, guckt zu. Ja, ihr wisst, ahoi und herzlich willkommen. Eigentlich war das heute mal ganz anders geplant. Also, das Schöne ist die Aussicht. Wir sind auf 1200 Meter, Spindlermühle, und wollten den Bikepark besuchen. Haben uns Internetseite angeguckt, sah alles gut aus. Leider stand nirgendwo, dass das Ding hier zu ist. Also sind wir mal schnell die 500 Höhenmeter hoch. Jetzt gucken wir mal, wird wohl nur eine Strecke geben, weil wir haben keinen Bock hier ein zweites Mal hoch, dass wir jetzt hier irgendwas runterfahren. Also, dann füllen wir das einfach mal mit hier. Die nicht vorhandene Abfahrt in den nicht vorhandenen Bikepark. Ich zeige euch jetzt noch mal eine Aufnahme von 2020, als ich hier einmal war. Und so wie an dieser Stelle, war an vielen anderen Stellen, waren die Holzelemente abgebaut. Man sieht hinter dem weiteren unteren Teil alles, was oft Natursprünge war, steht noch. Aber vieles im schlechten Zustand. Mit viel Geröll. Ja. Das war mal die Landung von dem Sprung. Was? Ich dachte, ein Klappergestell. Hast du es gesehen? Ja. Alter, wie kaputt war das Ding? Ja. Alter, ist das hier ruhig. Oh. Ja. Und das wäre hier eigentlich so ein Sprung gewesen hier. So ein. Dieser Abschnitt war eigentlich sehr gut erhalten und fast noch so wie original, bis auf ein bisschen Geröll. Aber hätte man bei einer zweiten Abfahrt bestimmt schon deutlich besser nehmen können. Aber wie gesagt, aus dem Kopf heraus wusste ich jetzt auch nicht mehr, was wo war. Und so ist das Ganze etwas langsamer. Da war die Besichtigungsfahrt dann auch die einzige Abfahrt. Junge, Junge. Ja.
übel. Da unten ist ja wieder Baustelle, ne? Ja, da kommen wir ja nicht weiter, ne? Also. An dieser Stelle hier oben hatte auch ein Holztrop gestanden, so wie an der Stelle, wo wir gerade vorher gestanden hatten. Und man konnte hier von dem Drop dann wunderschön hier in die Schräge runter, um dann rüber gleich zu dem nächsten Abschnitt zu kommen. Wir hatten viele der Holzelemente dann ausgelassen, weil sie teilweise im echt schlechten Zustand waren, sehr wackelig. Es haben einzelne Bretter gefehlt, also war einem nicht mehr so alles ganz geheuer. Und was man nicht gleich komplett einsehen konnte, dann besser auslassen. Eigentlich geil, denn es kennt es fett. Und da unten ist er am Arbeiten, wie kommen wir gleich runtergefahren? Ja. Okay, weiter? Eigentlich ging es jetzt hier weiter, da. Genau, fahren wir einfach mal. Ach ja, und dann muss das ja noch einmal passieren. Man hat bei dem hohen Gras und allem die Wassergräben nicht gleich gesehen und teilweise sehr spät. Und Lore hat hier dann gleich einmal eine Rolle vorwärts gemacht, unfreiwillig. Der arbeitet im Fahrzeug, das sieht man wahrscheinlich gar nicht so, guckte wirklich sehr erstaunt und hat wohl mit Bikern hier oben nicht gerechnet. Ich muss schon sagen, das war irgendwie einer der merkwürdigsten Bikepark-Abfahrten, weil das war alles so überhaupt nicht geplant und wir hatten uns schon auf einen schönen Tag ohne hoch zu strampeln gefreut, wo es einfach nur schön ging, sich an die Strecken zu gewöhnen und mit Spaß darunter zu fahren. Aber daraus ist ja dann leider doch nichts geworden. Und das Ganze wurde dann eine etwas mickrige Abfahrt. Was? Die ist kaputt, die Seite, und da geht es ganz steil runter. Ich fahre jetzt hier lang. Ja, eigentlich sollte das jetzt ein Video hier aus dem Bikepark geben. Wie gesagt, auf der Internetseite hat man nichts gesehen. Da stand alles ganz normal, dass der Bikepark hier gar nicht mehr existiert. Naja, haben sie wahrscheinlich irgendwo klein im Text versteckt. Da sind wir einmal mehr oder gut oder schlecht darunter gekommen. Ziemlich zerstört die Strecke.
Ihr habt es ja in dem Video wahrscheinlich gesehen. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Video geworden ist oder nicht, aber wenn ja, ihr kennt das Ganze. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ahoi.